Kurze Werbung für das Rathaus 12 Discord-Turnier. Die Anmeldungen sind noch bis zum 23.07. offen, also gebt euch einen Ruck. Ich versuche auch, die Spätzle mit Soße noch an diesem Turnier teilhaben und teilnehmen zu lassen. Aber jetzt haut euch erstmal die Folge rein. Bis gleich. Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, der hier gerade ein Dorf gefunden hat, was er eigentlich angreifen kann. Und aber manchmal weiß ich auch nicht genau, wie ich hier vorgehen soll, vor allen Dingen nicht mit meinem Sprung und meinem Erdbebenzauber. Aber ich denke mal, wir machen uns das hier hinten schon mal so ein bisschen auf. Und der kann ja jetzt ein paar mehr Felder aufmachen, wenn er auf Max ist. Und jetzt muss ich mal gucken. Kriegen wir den weggebounced hier? Ah ja, die Werkstatt kriegen wir nicht ganz weggebounced, okay. Kriegen wir nicht ganz weggebounced, dann gehen wir hier mit unseren Golems vor, den Eisigen noch dazu und die Karre. Einmal hier unsere Hexen. Ja, ihr habt es am Titel gesehen, nur dunkle Truppen. Also ist ja im Moment das laufende Event und mir ist es auch mal wieder ein bisschen zu spät aufgefallen, muss ich sagen, dass wir ja dieses Event haben, wo die Truppen 80% günstiger sind. So, die Karre müsste da jetzt eigentlich durchfahren. Und das habe ich mal wieder, ja, ich habe es mal wieder ein bisschen verpeilt, muss ich sagen. Hätte ich mal nur noch Dunkles gemacht, denn ich muss ja noch so ein bisschen mein Warden leveln und auch mein King leveln. Nur habe ich da dann mal wieder nicht richtig aufgepasst. Aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Warden in jedem Fall zünde. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Und ja, da kann man mal so richtig in den Sack hauen hier. Also mal so richtig schmutzig alles an Dunklen rausballern, denn ihr habt das sicherlich auch schon gesehen, es ist ja echt ultra billig. Ich habe gedacht, wenn auf Rathaus 12 die Lakaien schon so günstig sind, dann kriegst du die wahrscheinlich auf Rathaus Level 7, da hat man die ja auch, wenn man sich die freigespielt hat, da kriegst du die wahrscheinlich umsonst, keine Ahnung. Nein, umsonst kriegt man sie natürlich nicht, aber es ist schon wirklich, wirklich billig und ich habe da eben auch ein bisschen drüber geschmunzt, habe gedacht, alle Welt baut jetzt wahrscheinlich dunkle Truppen. Ich werde komischerweise die ganze Zeit nicht angegriffen und kann, ihr seht das, ich habe schon ganz gut auch wieder was angespart hier. Und habe gedacht, dass jetzt alle Welt irgendwie ja was mit Dunklem macht, aber ist gar nicht so. Ich meine, die droppen bei mir ein paar Pokale und vor allen Dingen kann ich meine Armee immer wieder mitnehmen. Das ist natürlich sehr, sehr schick, weil die brauche ich jetzt echt nicht lange zum Regenerieren. Ich fordere eben mal an und dann gehen wir hier mal rein. Also Train Troops hier hinten, die ganze Meute dunkler Truppen hier, alles echt super billig. Zwei Dunkles kostet ein Lakai nur auf Max-Level. Das heißt also, auf Rathaus Level 7, glaube ich, und 8 kostet er dann ein Dunkles, einen einzigen dunklen Punkt. Das ist echt mal super, super wenig. Und also ich fahre im Moment fast ausschließlich mit diesen Truppen, nicht ganz. Ihr seht das hier, ich habe hier eine Elex-Truppe und habe natürlich auch ein paar Elex-Zauber Zauber dabei, ja. Und auch dunkle Zauber, aber das ist im Moment meine favorisierte Armee hier, die ich hier nehme. Ich muss mal eben schauen, dass immer der Wut eigentlich vorne ist, denn gerne nehmen die Leute den Wutzauber hier mit und genau, habt ihr bei mir in den Livestreams da schon gesehen, schiebe ich eigentlich immer ein Eisgolem und den Päcker. Der Päcker ist die einzige Elex-Truppe hier bei mir in der Armee, immer nach vorne, zwecks Verspendung. Und ich würde sagen, ich lasse mir die jetzt eben nochmal voll machen. Da machen wir in jedem Fall noch so 1, 2, 3, 5 Angriffe und leveln unsere Helden, denke ich mal, ein bisschen weiter. Also only dunkle Truppen. Und da kann man ja auch ein bisschen was mit machen. Ich habe auch schon echt länger nichts mehr so mit, so vor allen Dingen mit den Golems hier. Plain Golem habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Und deswegen wurde es jetzt einfach mal wieder Zeit, den so ein bisschen zu spielen, wo er ja gerade so günstig ist. 128 nur. Echt ein Schnäppchen. Und kurzer Cut, nächster Gegner. So, da haben wir den nächsten Gegner gefunden und manchmal muss ich sagen, weiß ich gar nicht, wenn ich in so ein Dorf reinschaue, hier sieht man ja, dass der Bauarbeiter hierbei ist, bei dem Inferno, aber hier ist kein Bauarbeiter bei und ich weiß nicht, ob der jetzt ausgebrannt ist, ich meine, da ist ein Bob bei, das ist doch ein aktives Dorf hier, oder nicht? Keine Ahnung, manchmal kann ich es auch ganz, ganz schlecht deuten, aber gut, der hat natürlich beide Infernos rausgeballert hier, dann können wir hier sicherlich über eine, ich muss mal gerade gucken, ey, da hat er ein Loch, da vorne hat er ein Loch hier an der
an dem X-Bogen. Da möchte man natürlich am liebsten was reinsetzen. Nur möchte ich eigentlich keine Truppe von meinen Truppen hier gerade verschwenden. Okay, der geht nach außen auf den Bombenturm. Der geht nach außen auf den hier. Und der geht hoffentlich nach da. Ja, das passt so. Das passt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und 2 hier in der Mitte. Hackerdame hier mit rein. Die Karre und die Bola. So, Helden dazu. Eieieiei. Ich muss mich immer ein bisschen beeilen hier, dass ich die Truppen gut rausbekomme. So, jetzt haben wir hier, jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Felder tatsächlich der Rüttelzauber aufmacht. Alter Falter, habt das gesehen, da in der Mitte, alles weg, alles weg. Das ist echt krass, was der jetzt aufmacht. Der konnte vorher nur 6 Felder machen. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen mehr. Wir springen mal da hinten. Ich hoffe, dass ich da hinten in alle Compartments jetzt komme, wo ich denn noch rein will. Aber ja, ich meine, das ist eine abgefarmte Base. Ich bin Rathaus Wölver fast max. 37 und 64, die beiden Helden noch. Und die gehen in jedem Fall in dieser Folge hier hoch. Zumindest stoße ich den King wohl gleich noch an. Aber ich würde eigentlich ganz gern, dass der dann ganz low ist. Das ist auch immer mein kleines Problem. Denn wenn ich so ein bisschen farme und habe immer meine Helden dabei, also relativ schnell wieder verfügbar, dann möchte ich die nicht hinlegen. Ihr seht das, ich habe jetzt schon 240.000 Dunkles und es kommt jetzt noch ein bisschen was dazu. Also es kommt natürlich nicht wirklich was dazu, sondern wir haben jetzt schon ein bisschen überbucht, 7.000 nochmal dazu gekriegt und auch richtig nett Gold und Elex. Ich fordere hier direkt nochmal an, denn ich habe mir eben gedacht, wieso... Thorsten, wieso boostest du eigentlich so wenig? Warum booste ich eigentlich so wenig? Ich weiß ja auch nicht, weil ich so ein Geiz noch mit diesen alten Tränken hier bin. Und das muss ich mir auch unbedingt mal abgewöhnen, dass ich die so stiefmütterlich hier behandle. Und wir können aber in jedem Fall, glaube ich, Warden machen. Ich würde ganz gerne 2 Mauern machen. Das heißt also 500.000 hauen wir hier gleich nochmal rein in den Sack. Und ich habe aber gesehen, dass hier eben jemand angegriffen hat, den Gegner. Ich muss mal eben schauen. Aber ich glaube, es war ein Dip von uns. Ich gucke mal, ich glaube, es war die Base hier, der Micha. Irgendeiner hat geschrien, ja, gut, Micha. Okay, ist ein Dip. Ich sehe, da unten sind die Helden, glaube ich, hochgepimpt. Kann das sein, dass man das gerade so erkennt? Mit einem Heldentrank. Und Rathaus 12 hier auf Rathaus 11. Aber die Rathaus 11 oder Rathaus 12 Helden sind noch nicht so hoch. Der Micha ist noch nicht, glaube ich, so lange Rathaus 12. Und ich beobachte das hier ja auch mal wieder, da ich die Leute ja jetzt schon ein bisschen länger kenne, wie gut man hier oder wie effektiv man hier teilweise die Spiel mittlerweile spielen kann, wie schnell man hier levelt, wie schnell man hier hochkommt, die Helden, oder wie man sie auch gut nutzt hier jetzt mit der Potion. Problem ist meistens mit Minern, dass du ein Zeitproblem hast. Das heißt also, sobald eigentlich die Clanburg weg ist, kannst du mit deinem Miner-Part anfangen. Da musst du nicht warten, bis alle Helden gestorben sind oder so, sondern direkt rein, sonst ist das auch hier immer mal schnell ein Zeitfail, auch wenn es 12 auf 11 ist, denn eine Rathaus 11 Base ist ja erstmal genauso groß wie eine Rathaus 12 Base, ihr fehlt halt nur so ein bisschen an den defensiven Gebäuden, die so ein Rathaus 12 ja mehr hat, aber ansonsten ist sie A natürlich genauso groß und B ist natürlich ein Vorteil, das Rathaus feuert hier noch nicht, das heißt also ein Rathaus 11 verteidigt sich ja nicht selber wie ein Rathaus 12. Und weiß nicht, vielleicht, ich glaube nicht, dass das auch anders irgendwie mal anders wird, jetzt wenn die Rathausstufen dann steigen, dass man dann Rathaus 11 vielleicht auch mal irgendwie eine Waffe verpasst oder so, keine Ahnung. Ah, ich bin immer gespannt, wie es hier so ein bisschen weitergeht. Und ich weiß nicht, ob ihr den Livestream am Mittwoch gesehen habt. Ich war danach mal wieder ultra faul. Das liegt auch einfach daran, dass ich Urlaub gehabt habe jetzt in der Woche. Und ich muss sagen, ich habe dann doch mal ein bisschen weniger Clash of Clans A gespielt, B aufgenommen, und ich war auch so gut wie gar nicht hier oben in meinem stillen Kämmerlein, sondern war dann eher woanders. Ich glaube, das war nicht so schlimm, und jetzt habe ich heute Mittag dann doch gedacht, ach komm, machst du mal noch eine Folge, hältst du deinen kleinen Fortschritt mal fest, ein bisschen Clash of Clans kann ja nicht schaden. Und ich werde am Samstag, achso, ich rede jetzt schon von Samstag, am Mittwoch bei der Auslosung des der Beachparty, also des Beachparty-Turniers von der GML und vom COC-Event-Server. Dort habe ich den Mannschaften gar nicht viel Glück gewünscht am Ende. Nach der Auslosung habe ich irgendwie verpeilt oder vergessen. Wollte natürlich allen Kämpfern, allen
Clans, die daran teilnehmen, viel, viel Glück in dem Turnier wünschen. Und ich habe jetzt echt schon viel im Discord gesehen. Das wird ein richtig tolles Turnier für die ganzen Spieler und Spielerinnen. Also coole Sache. Ich selber werde am Wochenende nicht am Samstag streamen, denn ich bin nicht da. Das heißt, ich bin irgendwo auf irgendeiner Feier und deswegen werde ich das entweder vormachen oder ich werde es nachmachen. Was ich in jedem Fall aber mache, ist, dass wir nochmal, wir müssen jetzt schon wieder auf Truppen warten. Ich hatte mir jetzt extra hier jemanden reingeholt, der mir so ein bisschen was spendet, denn ich glaube, ich bin hier gerade alleine. Also nochmal gerade einen kleinen Schnitt und ich suche nochmal einen schnittigen Gegner. Ja, den kann ich jetzt auf gar keinen Fall wegskippen, obwohl, auch wenn ich solche Dörfer nicht mag. Aber auch der ist ziemlich ausgebrannt, das Doofe ist. Ich habe eine falsche Armee gerade dabei. Ah, ich sehe es gerade. Shit. Aber ich will den jetzt nicht stehen lassen hier. Das will ich jetzt doch nicht. Komm, den nehmen wir mit, Leute. Den nehmen wir mit. Ein Golem, zwei Golem und den dritten Golem, glaube ich, fahre ich dann hier hinter der Karre, denke ich mal, hinterher. Ich gehe jetzt einfach über Ecke rein. Das ist mir jetzt auch egal. So, den letzten Golem wollte ich dann da reinsetzen. Einmal ein paar Bowler, denn ich habe kein Fries dabei. Das ist ein bisschen doof. Ich habe kein Fries dabei. Und macht er mir da schon meine Karre kaputt, der eine Inferno? Ne, macht er nicht. Ah, super. Macht er erstmal nicht. Aber der nächste wird es jetzt machen. Okay, dann rütteln wir hier mal ein bisschen. So, einmal ein bisschen gerüttelt und den einen Helden hier jetzt wenigstens schon mal in Wut gebracht. Hier hinten setzen wir mal den Sprung an. Und, schade, die kommen da. Ah, doch, sie sind durch. Alter Falter. Gut. Sie sind durch. Ein bisschen Beschuss kriegen sie ja noch in der Mitte. Ich weiß, da ist jetzt nicht so super viel, aber den konnte ich jetzt nicht stehen lassen. Und ich hatte gar nicht gesehen, dass meine Armee jetzt noch nicht ganz fertig war. Aber ist nicht so schlimm. Den machen wir trotzdem hier. Und auch hier wieder ein Single Inferno. Ah, da ist der Heilzauber so unnötig. Aber egal. Einmal durchgeheilt hier. Und wo ist mein King? Da hinten läuft er und er stirbt schon wieder nicht. Ich lege ihn jetzt aber gleich hin. Das ist mir egal, King. Auch wenn du schon wieder überlebst hier. Ja, die sind aber auch da so langsam da in dieses letzte Feld. Okay, da ist er jetzt noch einmal gefriest, der Inferno. Und aber der muss in jedem Fall weg. Der muss in jedem Fall weg. Ich würde ganz gerne nochmal die 100% holen hier. So ein ganz, ganz kleines bisschen. Will ich jetzt nicht sagen, dass ich pushe, aber komm, jetzt kriegt da keine einzige Truppe den. Ach nein, jetzt hängt der Golem da an der Mauer, ey. Ah doch, ist weg. Gottes Willen, was eine Quälerei hier. Was ist denn hier jetzt noch offen? Ach, da hinten der leer geschossene X-Burg. Okay, ich nehme den 100% aber mit. Die 28 Pokale anstelle etwas weniger. Auch an, ach, der schießt er doch noch. Okay, oh, no. Naja, dann wehrt er sich halt noch. Und ich bin jetzt gleich mal gespannt. Auch das hatte ich fast wieder verpeilt, dass ich mir ein Heldenbuch kaufe. Ich hatte nämlich ein Heldenbuch im Shop gestern und habe es fast nicht geschafft. Irgendwo guckst du dann morgens und überlegst, na, machst du wirklich das Heldenbuch? Ja, nein, vielleicht. Aber ich hatte mir dann ja doch dann gedacht, klar, Heldenbücher nehme ich immer mit, aber was ich hier machen muss, Alter. Eieieiei, alles durcheinander. Was fehlt denn hier jetzt eigentlich? Sprung. Ich überlege gerade, was da fehlt. Nein, der Heilzauber fehlt da. So, da fehlt der Heilzauber. Ich mache das jetzt mal weg. 1, 2. Ich glaube, dann bin ich wieder in der Spur. Ja, und dann bin ich wieder in der Spur. 1, 2, 3, 4. 3, 4. So bin ich wieder in der Spur. Der Heilzauber dazu. So passt es wieder. Eieieiei. Da war ich jetzt auch mal gerade wieder ein bisschen verpeilt. Die Jungs und Mädels hier wieder nach vorne geholt. Okay. Dann können wir, glaube ich, updaten. Ja, und warum bin ich eigentlich so geizig? Ah, ne, ich bin nicht geizig. Ich kaufe mir den auch nach. 25 haben wir hier auch nochmal einen Sack. Wie ich die hier jetzt level, das weiß ich allerdings noch nicht. Ich würde jetzt ganz gerne schon mal mein Dunkles eigentlich ausgeben, um den hier einfach mal weiterzumachen. Oder mache ich das nicht? Ich mache das jetzt doch. Ich mache das jetzt doch so, wie ich das eigentlich vorhatte. Ich wollte den King hinlegen. 192, 5 Tage. Letzte Reise der King. Und der Warden hier, wie wollte ich das eigentlich mit dem Warden machen? Ich wollte eigentlich den Warden leveln. So. Okay. Und wollte den mit einem Buch fertig machen. Buch genommen, jawohl. Jetzt habe ich kein Buch mehr. Habe auch nur noch 1,2 Mille da oben. Das heißt, ich muss jetzt entweder nachfarmen. Aber ich habe gesehen, ich habe hier noch eine Elex-Rune. Hier haben wir noch eine Elex-Rune. Die könnte ich natürlich nehmen, um den nachzufarmen. Denn den einen Level, der mir dann noch fehlt,
den wollte ich mir nicht kaufen, sondern hier wollte ich mir nochmal einen Hammer holen, 21 Stunden, das heißt also morgen. Morgen. Wie machen wir das denn? Ja, wir können natürlich hämmern und danach dann einfach mit Elex weitermachen. Das Elex kann ich ja auch mal ganz gut in Mauern reinstecken. Die Mauer muss ich hier hinten weitermachen. Und mal sehen, wie viel ich heute noch reinhole. Also, Borden ist ein Level oben und der King geht auf seine letzte Reise hier. Von 64 auf 65, 38 der Borden, ein Hammer 39 und dann noch einmal leveln. Ganz regulär, 5 Tage auf 40 mit Elex. Ja, ich glaube, so machen wir das. Wenn ihr das dann auch so macht und vor allen Dingen im Moment mit dunklen Truppen unterwegs seid, so wie ich, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in jedem Fall entweder am Freitagabend oder am Sonntagabend im Livestream. Am Samstag wird es in jedem Fall keinen geben, da ich, wie gesagt, nicht vor Ort bzw. nicht da bin. Und lasst euch einfach überraschen, wann bei euch die Glocke bimmelt. Ich stelle den Scheduler auf Twitch für Samstagabend jetzt auch aus. Das heißt also, kein Stream am Samstagabend auf Twitch TV. Bis dahin, euer Toto. Clasht.